Jeder kennt das Leben unter Wasser. Aber warum sollten wir eigentlich unsere Meere schützen? Wir bewohnen nur 30% unseres Planeten. Der Rest gehört dem Ozean. Und daraus beziehen wir den größten Teil unserer Nahrung. In den letzten 60 Jahren sind die Fischbestände um 90% gesunken. In weiteren 50 Jahren gibt es keinen Fisch mehr. Die kommerzielle Fischerei und die Verschmutzung durch Plastikmüll sind die größte Gefahr für den Ozean. Warum entsorgen wir also unseren Müll im Ozean und räumen ihn nicht einmal auf? Die Schleppnetze, die übrigens eine Öffnung der Größe von 4 Fußballfeldern haben, fangen alles ein. Vieles davon wird wieder ins Meer geworfen und stirbt dort. Die Fischfarmen, die als Ersatz dienen sollen, müssen meistens ebenfalls mit Fisch als Futter betrieben werden. Wandeln also nur eine Fischart in eine andere um. Wie bekämpfen wir nun dieses Problem? Der Müll in den Meeren muss aufgeräumt werden. Dazu muss der kommerzielle Fischfang eingegrenzt werden, damit sich die Fischbestände in unseren Ozeanen erholen können.